Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast beim heutigen Lobpreisgottesdienst an Himmelfahrt. Wir haben heute viel Musik, viel Lobpreis für dich im Programm und ich möchte einfach ein paar Vorschläge machen, wie du die nächste Zeit gut nutzen kannst. Du kannst natürlich bei dir zu Hause gern einfach mitsingen aus voller Kehle, ohne Maske, ohne Abstand, das ist alles möglich. Wenn du allerdings nicht so der Singertyp bist, dann möchte ich dich einladen, vielleicht kannst du die Zeit nutzen, auf die Texte zu hören und dich gedanklich darauf einzustellen, dass du in Gottes Gegenwart bist. Und ja, vielleicht kannst du einfach ein bisschen in Gottes Gegenwart chillen oder diese Gegenwart genießen und dir gedanklich klar machen, dass Gott dich liebt. Vielleicht bist du auch eher so ein kreativer Typ und dir kommen beim Lobpreis vielleicht Gedanken. Ich möchte vorschlagen, nimm dir einen Stift und Zettel, wenn das bei dir so ist, und schreib vielleicht Gott einen Brief mit den Gedanken, die dir kommen, oder mal Bilder, wenn du irgendwie was im Kopf hast, was du gerne aufs Papier bringen möchtest. Das sind ein paar Vorschläge, wie du die nächste Zeit genießen kannst. Kannst du dir natürlich auch ganz frei gestalten, so wie es dir beliebt. Ich würde jetzt noch kurz mit uns in die kurze Bibelstelle gehen, die über Himmelfahrt geschrieben ist. Wir nehmen die aus Lukas, kannst gern mitlesen. Und danach werde ich beten und dann starten wir in die erste Lobpreiszeit. Ich lese aus Lukas 24, ab Vers 50. Ich habe die Neues Leben Übersetzung. Die Himmelfahrt. Dann führte Jesus seine Jünger nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel aufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach voller großer Freude nach Jerusalem zurück und sie hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Ich möchte dich auch einladen, stell dich gedanklich mit deinem Tempel, mit deinem Herzen auf die nächste Zeit ein und fang einfach an, Gott mit Worten, mit Bildern, einfach mit deinen Gedanken zu preisen. Ich bete noch mit uns und dann starten wir in die Lobpreiszeit. Vater, ich danke dir, dass du ja an Himmelfahrt damals nicht einfach so gegangen bist, sondern dass du uns noch was zu sagen hattest und uns was hinterlassen hast. Vielen Dank, dass du deine Jünger und deine Nachfolger gesegnet hast und sie ja, bereit gemacht hast für deinen Dienst. Wir wollen heute vor dich kommen, vor deinen Thron, auf dem du sitzt im Himmel, möchten dir nahe kommen und dich anbeten, weil du groß und heilig bist. Wir danken dir, dass wir das in unserem Land so frei ausleben dürfen und möchten dich bitten, sei bei uns und komm mit deinem Heiligen Geist auf uns. Amen. Wir werden jetzt in die Lobpreiszeit starten und zwischendurch hat die Lisanne ein paar kleine Impulse für euch vorbereitet. Lasst euch überraschen, was sie euch zu sagen hat und wir sehen uns. Eine gute Zeit euch.
Oh.
durften vorhin schon hören, dass die Jünger nach der Himmelfahrt von Jesus in den Lobpreis eingestiegen sind. Das ist doch echt cool, wie sie von diesem Ereignis so erfüllt sind. Wir wollen euch heute dazu einladen, den Blick ein bisschen genauer auf die Jünger zu richten an Himmelfahrt. Jesus hat seinen Jüngern nämlich mal einen bestimmten Auftrag gegeben. Das war irgendwann nach seiner Auferstehung und irgendwann vor Himmelfahrt. Ich glaube nicht, dass der Auftrag zur selben Zeit stattgefunden hat wie die Himmelfahrt, aber der Auftrag der Jünger könnte mit Jesus und mit uns heute noch etwas zu tun haben. Wir schauen mal rein, was dort geschrieben steht in Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Der große Auftrag. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Die Geschichte steht am Ende des Matthäus-Evangeliums. Von der Himmelfahrt wird hier leider nicht genau berichtet, aber ich denke, dass der Auftrag trotzdem eine wichtige Rolle für die Jünger damals gespielt hat. Was ist hier der konkrete Auftrag an die Jünger? Sie sollen rausgehen in die weite Welt. Sie sollen die Menschen zu anderen Jüngern machen. Sie sollen Menschen taufen und sie sollen Menschen lehren. Eigentlich drei kurze Sätze, die vermutlich nicht so leicht waren umzusetzen. Ein Teil war, Menschen zu lehren. Vielleicht sollten die Jünger den Menschen erzählen, was Jesus ihnen gelehrt hat. Das wäre aber ganz schön viel gewesen. Deswegen habe ich mich gefragt, was war das eigentlich im Wesentlichen? Und das ist das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Jesus hat den Jüngern damals also konkrete Anweisungen gegeben. Und diese haben die Jünger ausgeführt. Und bis heute wurde die gute Nachricht weitergetragen. Von Generation zu Generation wurde alles über Jesus weitergetragen. Und nicht nur die Jünger damals haben das getan, sondern auch noch Menschen in den letzten 2000 Jahren. Eigentlich neue Jünger haben die Nachricht weitergetragen. Und ich glaube, dass wir auch zu seinen Jüngern dazugehören, wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen. Wenn wir daran glauben, dass Jesus aus Liebe für uns am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, um den Tod und die Sünde zu besiegen, um wieder Frieden zwischen Gott und den Menschen herzustellen, um die Beziehung zwischen Gott und zwischen den Menschen zu heilen. Bist du Teil dieser göttlichen Familie? Ich glaube, dass wir automatisch Teil von dieser göttlichen Familie sind, wenn Jesus in unserem Herzen regieren darf. Wenn die Liebe Gottes dort ihren Platz finden darf. Das Doppelgebot der Liebe ist also ein Teil der Lehre der Jünger damals gewesen. Und somit ist es auch ein wichtiger Teil für uns heute. Unsere Aufgabe als seine Jüngerinnen und Jünger ist eigentlich nur, Gott zu lieben. Nur ist einfacher gesagt, ja. Aber aus dieser Liebe heraus auch andere Menschen zu lieben. Ich habe euch etwas mitgebracht, was man bei mir zu Hause im Flur sehen kann. Oder was man bei uns im Flur zu Hause sehen kann. Einen Spiegel. Sobald Licht auf diesen Spiegel leuchtet, wird das Licht irgendwie ganz schön hell in dem Spiegel. Ich kann mich eher in dem Spiegel sozusagen sehen. Und wenn Licht auf den Spiegel einleuchtet, dann können andere Menschen auch sehen, was man im Spiegel sehen kann. Das Licht, das von außen auf den Spiegel trifft, könnte vielleicht für die Liebe Gottes stehen. Und der Spiegel könnte für dich und für mich stehen, vielleicht auch für unsere Herzen. Und Gottes Liebe strahlt sozusagen dich an und kann in deinem Herzen ziemlich stark leuchten. Und du kannst überlegen, ob du etwas mit diesem Licht anfängst. Sobald der Spiegel beleuchtet wird, reflektiert das Licht sozusagen auch automatisch weiter.
Und das könnte unter Umständen sogar für die Nächstenliebe stehen. Ich glaube, wenn wir Gott lieben, zeigt sich das auch in unserer Nächstenliebe. Sobald der Spiegel aber in eine andere Richtung dreht oder durch äußere Umstände betrübt wird, kann das Licht nicht mehr auf den Spiegel leuchten und somit auch nicht mehr auf uns. Ich glaube, dass Gottes Liebe immer leuchten kann und dass es an uns liegen kann, was wir daraus machen. Wir wollen dich heute im Lobpreis-Gottesdienst dazu einladen, in den nächsten Liedern darüber nachzudenken, wie dein Herz im Spiegelbild vielleicht gerade aussieht. Wirst du selbst von Gottes Liebe gerade angestrahlt, so dass andere davon profitieren? Ist dein Spiegel überhaupt gerade nach diesem Licht ausgerichtet? Oder hast du dich eher von dem Licht Gottes abgewandt? Hast du vielleicht auch gerade eher eine trübere Sicht auf diese Liebe? Dann bist du eingeladen, zurück zu dieser Lichtquelle Gottes zu kommen. Gott wartet mit offenen Armen auf dich. Er möchte dich willkommen heißen und er möchte dich neu erfüllen mit seiner Liebe. Jesus sagt nämlich zu sich selbst: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wenn dich diese Liebe anleuchten darf, dann kannst du als Jünger oder als Jüngerin Gottes in der Welt losziehen. Die Liebe Gottes hat also viele Dimensionen und Gott schreibt dir dadurch automatisch neue Werte zu. Du bist geliebt. Du bist in seinen Augen wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn für dich hergegeben hat. Du bist Gottes Meisterwerk, weil er dich geschaffen hat. Du bist erlöst und du bist freigekauft. Du bist seine Tochter, du bist sein Sohn, du bist sein Kind, du bist sein Erbe, du bist auserwählt und heilig, du bist ein Freund von Gott und von Jesus, du bist versorgt und du bist berufen, sein Jünger oder seine Jüngerin zu sein. Was machst du daraus? Gib mir mehr von deinem Herzen, Herr, mehr von dem, wie du liebst und wen du liebst. Ja, gib mir mehr von deinem Herzen, Herr, mehr von dem, wie du liebst und wen du liebst. Ja, du hast dich entschieden, mich zu lieben, damit ich dich lieben kann. Und du hast dich entschieden, mich zu lieben, damit du durch mich lieben kannst. Ja, gib mir mehr von deinem Herzen, Herr, mehr von dem, wie du liebst und wen du liebst. Ja, gib mir mehr von deinem Herzen, Herr, mehr von dem, wie du liebst und wen du liebst. Du hast dich entschieden, mich zu lieben, dich lieben kann. Und du hast dich entschieden, mich zu lieben, damit du durch mich lieben kannst. Ja, gib mir mehr von deinem Herzen, Herr, mehr von dem, wie du liebst. Yeah.
Herzen, Herr, mehr von dem, wie du liebst und wen du liebst. Ja, gib mir mehr von deinem Herzen, Herr, mehr von dem, wie du liebst und wen du liebst. Ja, du hast dich entschieden, mich zu lieben, damit ich dich lieben kann. Ja, du hast dich entschieden, mich zu lieben, damit du durch mich lieben kannst. Wäsch meine Sünden.
Vorhin haben wir darüber nachgedacht, was die Liebe Gottes auswirken kann, wenn das Licht auf uns selbst leuchtet. Andere können eigentlich auch davon profitieren. Das Spannende bei dem Missionsbefehl an die Jünger ist aber auch, dass sie dazu aufgerufen werden, loszuziehen. Sie sollen sich auf den Weg machen, um für andere hell zu leuchten, um als Liebe zu leuchten. Und wir als Jünger und Jüngerinnen Gottes sind ebenso dazu berufen, loszuziehen, rauszugehen in die weite Welt, den Menschen von unseren Erlebnissen mit Gott zu erzählen, ein Leben aus Liebe zu Gott heraus zu leben. Heißt es jetzt zusammengefasst, dass ich jedem direkt erzählen muss, dass ich Christ bin, dass ich an Jesus glaube, was alles an Ostern passiert ist? Ich glaube, es geht nicht nur darum, Gott mit den Worten zu bezeugen, sondern mit dem eigenen Leben Gott zu bezeugen. Was kann ich also praktisch machen? Du kannst in Matthäus 5 bis 7 gerne nachlesen, was Jesus mal gesagt hat, was er sich eigentlich von uns wünscht. Aber wenn du dich an das Doppelgebot der Liebe erinnerst, wird die Liebe Gottes schon Früchte in deinem Leben tragen für andere Menschen. In Matthäus 5, Vers 13 bis 16 gibt es einen spannenden Vergleich, den ich mit euch lesen möchte. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem ungestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle hell leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und eurem Vater im Himmel dafür rühmen. Was für eine krasse Bibelstelle ist das eigentlich? Es geht um Licht und um Salz. Licht sein vielleicht, um Orientierung zu schenken. Salz sein, um zu würzen. Also eigentlich ganz praktisch Liebe weitergeben. Liebe deinen Nächsten. Vielleicht wird es Zeit für dich, dir Zeit zu nehmen, um für andere konkret da zu sein. Ich habe mal ein spannendes Zitat gehört. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Wo kannst du diese Woche ein Fackelträger für andere Menschen sein? Jemand sein, der Orientierung schenkt. Jemand sein, der Licht schenkt. Jemand sein, der konkret Liebe weitergibt. Vielleicht wird es für dich Zeit, loszugehen oder Gott konkret zu fragen, welchen Menschen er dir ans Herz legt. Dazu kannst du dir in den nächsten Liedern Gedanken machen.
sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Licht deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht, mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. Sei mein Licht, ja, sei mein Licht. Jesus, dein Licht. Damit schließt die Zusage, die Jesus seinen Jüngern noch mit auf dem Weg geht.
Und irgendwann fährt Jesus in den Himmel hinauf. Wie soll das gehen, dass Jesus immer bei den Jüngern bleiben wird, wenn er doch zum Vater zurückkehrt? Wir springen mal einige Wochen vor in der Geschichte innerhalb der Bibel. An Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Menschen. Genau der Geist, der auch in Jesus schon gelebt hat. Der Geist kommt auf die Menschen an Pfingsten herunter. Und dieser Geist ist nicht nur mit den Menschen unterwegs, sondern er ist in den Menschen. Dieser Geist, glaube ich, wirkt auch heute in deinem und in meinem Leben, wenn wir Jünger und Jüngerinnen von Gott sind. Und somit erfüllt sich eigentlich genau das, was Jesus seinen Jüngern im Missionsbefehl schon gesagt hat. Der Geist Gottes, der damals in Jesus gewirkt hat, lebt also in dir. Er wird bei uns sein bis ans Ende dieser Welt. Gott ist also nicht nur bei uns, sondern er ist in uns und in dir. Mir schenkt das ziemlich viel Ruhe für meinen Alltag. Wir müssen also in unserem Alltag nicht alles aus eigener Kraft heraus tun, sondern der Geist Gottes schenkt uns die nötige Kraft zur Liebe. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird es schon wieder deutlich. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. Wie cool ist das denn? Das sagt Jesus schon seinen Jüngern kurz bevor er in den Himmel hinauffährt, was dann sich später an Pfingsten bewahrheitet hat. Und dennoch ist es irgendwie eine Spannung, in der wir heute leben. Einerseits haben wir den Freiraum zu wissen, dass der Geist Gottes in uns lebt, was uns Freiheit schenken kann. Und andererseits heißt es auch wieder, dass man den Geist Gottes nachgehen muss, dass man ihn nähren muss. Ja, und das kann man vielleicht dadurch tun, indem wir anfangen, ihm zu vertrauen, indem wir anfangen, an ihn zu glauben, indem wir anfangen, mit ihm in unserem Leben zu rechnen. Und ich glaube, dass allein dieser Gedanke uns wieder mehr Klarheit schenken kann in Bezug zu unserem Spiegelbild. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Anfang des Gottesdienstes. Der Heilige Geist schenkt uns also die Kraft, die wir brauchen, um als Jünger und Jüngerin von Jesus in der Welt unterwegs zu sein. Der Heilige Geist kann somit Teil der Spur Jesu in deinem Leben sein. Und deswegen ist es eigentlich unsere Aufgabe, immer wieder zurück zu dieser Lichtquelle Gott, also zu Gottes Liebe, zurückzukehren. Welche Dinge möchtest du dir für die nächste Zeit konkret vornehmen, um diesem Geist genauer nachzugehen? Was kannst du täglich zu Hause umsetzen? Vielleicht kannst du dir was Neues wieder vornehmen, vielleicht eine kleine Bibellese. Vielleicht ist es Zeit für dich, Lobpreislieder zu hören, wie gerade. Vielleicht wird es Zeit für dich, einen Gebetsspaziergang alleine zu machen. Oder eine Zweierschaft mit jemandem zusammen zu starten, mit jemandem zusammen Bibel zu lesen und dich über den Glauben auszutauschen. Vielleicht am Gebetstreffen von unserer Gemeinde teilzunehmen. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und der Geist Gottes kann ganz unterschiedlich wirken. Nur was ich spannend finde, ist, dass dieses Versprechen von Jesus, was er seinen Jüngern damals gegeben hat, uns heute noch genauso gilt. Nur, dass der Heilige Geist in dir wohnen darf. Und wir können dankbar sein für die Himmelfahrt von Jesus, dass Jesus zurück in den Himmel zum Vater gezogen ist. Denn dadurch konnte die Geschichte Gottes wieder weitergehen. Und wir dürfen als seine Jünger und seine Jüngerinnen auf diesen Geist vertrauen, dass er in uns wirkt und dass das Reich Gottes so weiter auf der Erde gebaut werden kann. Und du darfst Teil von dieser großen Geschichte sein. Jetzt bist du dran. Was nimmst du dir konkret für die nächsten Tage vor? Du kannst während den Liedern darüber zum Nachdenken kommen und wir hoffen, dass für dich etwas Neues in Bezug zur Himmelfahrt dabei war. Thank you.
Jesus, vielen Dank für die Zeit, die wir haben durften. Vielen Dank, wenn du zu Menschen gesprochen hast und ja, uns begegnet bist. Vielen Dank, dass wir immer wieder nachlesen dürfen in der Bibel, was du uns zu sagen hast und dass wir uns immer wieder daran erinnern können. Ich finde es stark, dass du uns deine Aufgabe ein Stück weit überträgst und wir mitarbeiten dürfen, indem wir ja, Leute zu dir führen.
dass wir ein Spiegelbild dafür sein dürfen, was du an uns schon getan hast und uns Gutes getan hast. Vielen Dank, Gott, für dein Versprechen, dass du immer bei uns bist und uns hilfst bei dem, was wir tun. Sei noch heute und die nächsten Tage bei uns und ja, lass uns spüren, dass du uns liebst. Amen. Wir sind leider schon am Ende unseres Lobpreisgottesdienst angekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und ich wünsche euch noch alles Gute für den kommenden Tag, für den Rest der Woche und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Macht's gut.